Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zur Monatsauslage Mai für alle Löwegeborenen. Ja, ihr lieben Löwen, wenn du im Sonnenzeichen, also Sternzeichen Löwe geboren bist oder wenn sich dein Aszendent im Löwe befindet, dann ist dieses Video für dich gedacht, dann bleibe dran. Die verwendeten Karten findest du wie immer in der Videobeschreibung, ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Ja, schau doch einfach mal auf meiner Webseite vorbei, lade dich herzlich dazu ein. Vielleicht ist ja das Passende für dich dabei. Jetzt beginnen wir aber mit der Auslage und bitten um eine Überschriftskarte hier für die Löwen im Mai. Was ist hier für die Löwen wichtig? Was steht hier an als Thema? Und da ziehen wir hier diese Tarotkarte. Und wir bekommen hier die 4 der Stäbe. Das ist schön. Bei euch geht es wirklich um Feste feiern, wie sie fallen. Also hier kann ein Geburtstag, ein Fest halt in irgendeiner Form, eine Hochzeit, irgendwas anstehen, ein Jubiläum. Insgesamt kommt so ein bisschen Partystimmung auf. Es ist ein fester Monat. Hier ist ein gutes Fundament drin mit den Stäben. Die Stäben bringen dir Inspiration, Leidenschaft, Freude. Bei der Arbeit gelingen Dinge gut. Also es ist ein sehr, sehr schöner Monat. Es scheint ein ausgeglichener Monat zu sein, der sehr harmonisch verläuft, weil wir hier die 4 drin haben, die alles in gesicherten Bahnen laufen lässt. Also vielleicht auch nicht so viele. Wir werden es hier in den weiteren Karten sehen, aber in der Regel nicht so viele unfreundliche Überraschungen, sage ich mal. Es kann trotzdem bedeuten, dass es schöne Überraschungen gibt, aber keine unfreundlichen Überraschungen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier an zusätzlichen Informationen durch die astrologischen Karten bekommen. Und ziehen hier 4 Karten. So. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ich muss gerade mal gucken. Jungfrauenhaus, Feuer haben wir hier drin, Venus und das 9. Haus. Ja, also hier kommt einmal der Aspekt der Arbeit hinein. Also es kann schon sein, dass du einiges zu tun hast, dass du ja, gut beschäftigt bist, sage ich mal, langweilig wird dir nicht diesen Monat. Also, aber es ist ja ein Geben und Nehmen, ein Tun, ein Fließen der Energien. Also ich sehe da jetzt nichts so Spektakuläres. Mit der Jungfrau-Energie ist halt alles auch so vernünftig. Also ich sage ja, das sind jetzt keine so riesen Ausreißer drin, sondern alles sehr harmonisch. Feuerkraft, du bist in deinem Element sozusagen, also fühlst dich in deinem Element, vielleicht kommst du auch so in deinen Löwestrahlen zurück, ne? Wenn Löwen den Raum betreten, hier mit ihrer Krone schön dargestellt, ich weiß nicht, sieht man das, habe ich das, sieht man das Krönchen auf dem Kopf von dem Löwen, also ja, du wirst wahrgenommen, man sieht dich, man will wissen, wie es dir geht, man will mit dir kommunizieren, man will mit dir zu tun haben. Also du wirst schön wahrgenommen, kannst auch unterstützend für andere Menschen wirken, da ist das Dienen drin, also dass du auch ein Mentor, ein Unterstützer für andere Menschen bist. Die Venus-Energie verleiht dir Schönheit, Liebe, alles, dass du wirklich richtig in deine Löwe-Präsenz da bist, wahrgenommen wirst und dich auch darin sehr, sehr wohl fühlst. Wir kriegen hier noch einen Schütze-Aspekt hinein. Das heißt, du kannst auch tiefer gehen, also vielleicht tief geistlich gehen. Du interessierst dich für vieles, du interessierst dich für andere Menschen und das ist ja dieses Harmonische. Also du bist gut in Kommunikation, im Austausch mit den Leuten und das bringt alles auf eine ganz, ganz tolle Kontaktebene und Kontaktqualität. Also du hast wirklich ganz tolle Möglichkeiten diesen Monat mit Kontakte,
lernen, wenn du einen Kurs besuchst, einen Workshop, eine Weiterbildung, wenn du einen Urlaub machst, was auch immer du davor hast, das ist alles sehr präsent, sehr ausgeglichen und der Monat bringt dir da viele Chancen. Es kann auch sein, dass man sich verliebt, dass man flirtet, dass man, aber das ist nicht nur so oberflächlich. Ich spüre das Tiefgehende. Es muss nicht gleich hier um Familiengründung gehen, ne? Sondern es wird auch viel über Werte gesprochen. Und das ist alles, ja, unheimlich wertschätzend, spüre ich hier. Also eine sehr wertschätzungsvolle Umgebung und Energie. Und wir gucken mal rein, was die Lenormand-Karten hier für die Löwen noch bringen. Okay. Okay, dann gucken wir mal rein. Ja, also deine Ich-Präsenz, die ist ja hier schon ganz stark ausgedrückt. Es können auch gut Entscheidungen getroffen werden. Man weiß, wo der Herzensweg ist. Man folgt dem Herzensweg. Man spürt, dass eine Veränderungsenergie in der Luft liegt, die aber jetzt nicht so dramatisch ist, sondern auch hier mit dem Klee sich sehr freundlich zeigt. Der Klee liegt im Haus, was auch wieder eine gewisse Stabilität zeigt, wie schon hier vier der Stäbe, was ja für Stabilität steht. Man kann selber, wie ich schon sagte, zu einem Mentor für andere werden oder es kommen Menschen auf dich zu, die dich supporten und unterstützen wollen, die deine Ausstrahlung, dein Flair genießen, dass du ausstrahlst, die auf dich zukommen und sagen, hey, mit dir will ich zusammenarbeiten, mit dir will ich was machen oder mit dir macht so viel Freude zu arbeiten. Kommt vielleicht auch ein neuer Kollege oder Kollegin oder eine alte Kollegin kommt auf dich zu, Kollege, was auch immer, kann auch auf der Freundschaftsebene sein. Also Menschen kommen hier auch positiv auf dich zu, sind positiv im Kommunizieren, schöne Nachrichten, schöne Einladungen. Man liebt deine Gesellschaft sozusagen. Es ist das Herz dabei, wie ich mit Venus hier schon gesagt habe. Also es kann um die Liebe gehen, dass die Liebe in irgendeiner Form neu entdeckt wird. Man hat auch Chancen für Flirts, vielleicht auch für körperliche Dinge, dass man hier ja sich findet. Man sieht jetzt nicht unbedingt so das Langfristige schon darin. Es ist einfach die Genussenergie hier sehr stark. Mit Schlüssel kommt ein bisschen Sicherheit hinein, aber diese Karte zeigt mir hier auf der Position, dass es mit Sicherheit, ja, werden keine Leichen im Keller oder so hochgeholt. Also du hast jetzt irgendwie einen Aszendenten, der ganz stark hier diesen Monat wirkt und dann solltest du dein Aszendentenzeichen auch mal noch schauen, welche Einflüsse da kommen. Aber ansonsten lässt man hier die Leichen im Keller, man schließt ab und genießt einfach den Moment diesen Monat. Und lässt auch alte Geister ruhen. Also diese alten Geister haben hier gar keine Chance, wenn jemand eine schlechte Stimmung verbreitet, dann entzieht man sich schon diesem Klima oder nimmt das gar nicht wahr. Man ist so positiv aufgeladen. Also ein super, super, super Monat hier für die Löwen. Ihr seht schon, eine Wahnsinnsenergie. Ja, ihr lieben Löwen, ich wünsche euch einen traumhaften Mai. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Dani. Tschüss. Hallo, ihr lieben Löwen, da bin ich nochmal. Ich habe euer Zusatzkärtchen nicht gezogen, weil das irgendwie ursprünglich nicht geplant war diesen Monat. Jetzt ist mir schon bei den Stieren passiert, weil die Idee kam mir spontan bei den Widdern, da noch eine Engelkarte zu ziehen. Aber ich hänge das jetzt hier noch an. Ja, was hier noch die zusätzliche Engelsinspiration ist. Ihr sollt die trotz eurer Wahnsinnslegung, die in sich ja so rund abgeschlossen war, auch noch bekommen. Und was kommt hier? Ja, also es ist eigentlich nur das Sahnetörtchen. Hätte es eigentlich jetzt nicht noch gebraucht. Eure, ja, Sache war hier so rund und abgeschlossen. Ihr bekommt den Angel der Happiness, also den Angel der Freude. Also es ist ein Feiermonat, ne? Ihr habt ja mit vier der Stäbe schon das Feiern drin und ihr seht es, wie die Luftsprünge machen. Also liebe Löwen, macht eure Luftsprünge und freut euch des Lebens. Ja, das war jetzt noch die kleine Anmerkung. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Ciao.